meine, im Prinzip ist es ja so, dass wir den Pilatus wesentlich besser kennen als Jesus, eben durch diese Parallelquellen. Und diese Situation Jerusalem, also diese Passa-Geschichte, kennen wir merkwürdigerweise nur aus den Evangelien. Das heißt, sie hat im Bewusstsein der Zeit eine verhältnismäßig geringe Rolle gespielt. Dennoch ist es sicher, dass eine historische Erfahrung da zugrunde liegt. Denn das, was die Evangelien berichten, sind ja teilweise Geschichten, die von vielen, vielen Leuten gesehen wurden. Also die Kreuzigung selber, das ist gar kein Problem, das war öffentlich. Die Tempelzerstörung, Tempelreinigung war öffentlich. Der Einzug in Jerusalem war ebenfalls öffentlich. Und gewissermaßen die Szene vor dem Prätorium ebenfalls. Und das sind Dinge, die konnte man in der späteren Zeit durchaus erkennen. Aber wir haben in dieser Phase natürlich immer wieder Leute, die gegen die römische Besatzung und gegen die römische Herrschaft aufgetreten sind, teilweise auch mit militanten Mitteln vorgegangen sind, sodass es durchaus nachvollziehbar ist, dass die jüdischen Behörden gesagt haben, jetzt kommt schon wieder so ein Räuberkönig, der den Frieden mit den Römern bedroht. Pilatus, legt mal die Hand auf den und lass ihn mal verschwinden. Und genau das passierte. Es gibt ja hier gegen Hochverrat, also wer sich rühmt, König der Juden zu sein, auch richtig, also Gutachten, ja, und ein Gesetz. Natürlich. Ich meine, wer behauptet, König zu sein und damit die Militärhoheit beansprucht für seine Anhänger, der ist natürlich ein Hochverräter. Denn die Militärhoheit lag ganz eindeutig beim Kaiser. Wie geht so eine Verhandlung vermutlich, wenn der Statthalter da ist? Er kann sich ja direkt mit dem Jesus nicht sprachlich verständigen. Das war auch nicht nötig. Das heißt, der Pilatus sprach wahrscheinlich Griechisch, höchstens, aber natürlich nicht Aramäisch, nicht die Sprache Jesu. Und ob Jesus Griechisch konnte, ist sehr problematisch. Überhaupt ist diese Begegnung zwischen Pilatus und Jesus sicherlich eine nachösterliche Tradition. In meinem zweiten Pilatus-Buch habe ich die Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass diese Begegnung, so wie sie bei Johannes steht, nicht stattgefunden hat. Das heißt, Pilatus hat einfach auf die Anzeige der hohen Priester hin diesen Jesus beseitigt. Ohne Prozess, ohne Verhandlung, ohne Diskussion. Denn das, was in den Evangelien überliefert wird, soll ja hinter verschlossenen Türen stattgefunden haben. Woher wusste man 30, 40 Jahre später noch, was da gesprochen wurde? Da war kein Dolmetscher, kein Protokollant dabei, aber es sind Dinge gesagt worden, die für das Selbstverständnis der Gemeinde unglaublich wichtig waren, nämlich die Bekenntnis Jesu, ich bin der Messias, ich bin der König der Juden, ich bin der Christus. Das hat er dem Statthalter gesagt. Das hat er dem Statthalter gesagt, auf dessen Frage hin. Nun gibt es ja die Theorie, dass die Frau des Statthalters wiederum mit einem Förderer Jesu. Ja? Die Sache mit der sogenannten Claudia, der Frau des Pilatus, ist natürlich eine reine Legende. Das heißt, ein Verzögerungseffekt in dem ganzen Prozess, denn man kann ja erkennen, dass die ältesten Nachrichten bei Markus noch sehr knapp sind und im Laufe der Tradition bis zu Johannes hin wird der Prozess immer gewaltiger, immer dramatischer, immer länger und immer spannender. Jetzt gibt es bei Ihnen ja auch das Interesse für kontrafaktische Fragen. Ja. Also Sie können sich als Historiker durchaus vorstellen, dass Pilatus ihn nicht zum Tode verurteilt hätte, zum Beispiel zur Verbannung. Das ist völlig klar. Der Pilatus war völlig frei in seiner Entscheidung. Und das Ermessen reicht von bis? Das reicht von der Freispruch bis zur Kreuzigung. Das ist die ganze Spanne. Und dann liegt viel dazwischen. Und das ist ja der eigentliche Knackpunkt. Dieses Wort des Pilatus, nicht wahr, kreuzigt ihn, hat die Weltgeschichte verändert. Und diese unglaubliche Zufälligkeit, die an diesem einen Wort hängt, macht die Sache so spannend. Denn wäre Jesus freigesprochen worden, wäre er ein Rabbi gewesen. Natürlich. Ja, nicht? Und es wäre kein Aufwand entstanden um ihn. Er wäre sicherlich nach dem Passa zurückgegangen, nach Nazareth, nach Galiläa. Hätte da wahrscheinlich eine kleine Gemeinde gehabt. Wunder verrichtet. Ja, kommt drauf an, was man von ihm erzählt hätte. Und wäre eine der vier oder fünf jüdischen Sekten geblieben. Wir haben ja damals die Pharisäer, die Sadduzäer, die Essener, die Qumran-Leute, die Therapeuten, fünf, sechs. Und da wäre Jesus dazugekommen und der wäre genauso verschwunden wie die anderen Sekten auch. Und jetzt durch diesen Opfertod und diese ungeheure Teilnahme, die das auslöst und die Übersetzung ins Hellenistische, ist er jetzt Kandidat für eine Reichskirche. Ja.
Diese Reichskirche hätte genauso gut von dem Sonnengott geführt werden können. Ja, ich meine, die also Sol Invictus. Ist klar, ich meine, die Frage ist, ob es eben einen solchen Reichskult, eine solche Reichsreligion gegeben hätte. Ist sehr schwer zu sagen. Im Prinzip ist das Christentum ja für diese Rolle prädestiniert. Denn der römische Götterhimmel bestand ja aus einer zahllosen Anzahl von Göttern. Und das Christentum ist so strukturiert, ein Gott im Himmel, ein Kaiser auf Erden, das passt ja wunderbar. Und das haben die Christen den Kaisern ja auch immer nahegelegt. Sodass es denkbar wäre, dass eben, wie Sie eben sagten, eben der Sonnengott, der Mithraskult, vielleicht auch eine Variation des Judentums, das ist auch denkbar, die Rolle gespielt hätte, die später das Christentum übernommen hat. Wenn Sie jetzt noch einmal den Pilatus nach den außerbiblischen Texten mal studieren, was weiß man von ihm? Es gibt einen Stein, glaube ich, von ihm. Ja, ich meine, das ist natürlich die tollste Geschichte, als man diese Treppenstufe da gefunden hat in Caesarea, wo in Zweitverwendung eben diese Inschrift drauf stand, wo Pilatus mit Namen und mit seiner Amtsbezeichnung, mit seiner richtigen Amtsbezeichnung übrigens genannt ist. Das war natürlich also unglaubliche Bestätigung der Geschichtlichkeit des Pilatus. Das ist also ein Stein, der ist wiederverwendet worden. Ein wiederverwendeter Stein. Er war für einen Palast oder für nein. Was? Durch meine Beschäftigung mit Pilatus hat Gesa Alföldi, der große Epigraphiker in Heidelberg, diese Inschrift richtig ergänzt und hat erklärt, was dieser Stein ursprünglich war. Das war die Bauinschrift für eine Hafenmole, für einen Turm in der Hafeneinfahrt. Ja, da sagt Pilatus, ich habe für die Schiffer, für die Nautae in Palästina eben den Hafen wieder in Ordnung gebracht. Es gab zwei Türme, einmal für Drusus, einmal für Tiberius, das kann man sehr genau rekonstruieren. Und auf diese Weise ist eben völlig klar, dass dieser Pilatus keine legendäre Figur, sondern eine wirklich historische Figur ist. Außerdem haben wir natürlich auch Münzen. Dieser Widmungsstein, der wird jetzt abgebaut. Ja. Ja? Und verwendet für was? Für eine Treppenstufe. Und zwar mit der Schrift nach unten, Gott sei Dank, sodass man also die Schrift nicht abgetrampelt hat. So wie man in den Kirchen ja die Grabsteine auf den Boden legt, über die man läuft. Ja. So haben die Römer natürlich in der Spätzeit immer wieder Steine, die man nicht mehr brauchte. Vielleicht war der Turm zusammengestürzt durch ein Erdbeben oder so, der lag da rum. Und auf diese Weise hat er sich erhalten. Er ist allerdings halbiert, man hat nur die rechte Hälfte. Aber die linke Hälfte, da fehlt nicht, ist nicht die ganze Hälfte, konnte man im Grunde völlig rekonstruieren. Man weiß, was auf dem Stein stand. Ja. Und was weiß man noch über diesen Pilatus? Es gibt ja märchenmäßig, romanmäßig eine Menge. Also die Christen haben dann erfunden und das sozusagen dieses Gespräch auf Augenhöhe zwischen Statthalter und Jesus wird dann weitergeführt. Dieser Statthalter wird vor Tiberius zitiert, der macht ihm Vorwürfe. Wie kann man Gottes Sohn umbringen? Und dann wird er zum Tode verurteilt und bekennt sich zu Christus. Ja. Ich meine, die Legende setzt sehr früh ein, denn nach der Absetzung des Pilatus durch den Vitellius im Jahr 37, gleichzeitig mit dem Kaiphas übrigens, die sind zusammen abserviert worden, das ist sehr interessant, weiß man nichts mehr über ihn. Und da setzt die Fantasie ein. Und das geht schon in der Zeit los und bei Tertullian können wir lesen, dass der Pilatus einen Bericht geliefert hat an den Senat von diesem angeblichen Gottessohn und hätte auch die Wunder nach Rom berichtet. Und im Senat sei der Antrag gestellt worden, diesen Jesus wie viele andere Leute auch unter die römischen Götter zu erheben. Da ist noch Platz im Olymp, auch für den Jesus. Und dann hätte es eine Diskussion im Senat gegeben, aber dieser Antrag sei abgelehnt worden aus Mangel an Beweisen. Also eine reine Abstimmungsmehrheit, die sozusagen das Christentum in dieser frühen Zeit unmöglich gemacht hat. Das heißt also, das ist bei Tertullian, also von der christlichen Seite. Von der christlichen Seite wird das schon tradiert. Und so wird bewiesen, nach und nach, ein Beweisstück nach dem anderen, die Bedeutung von Jesus. Ja, natürlich, sicher. Ich meine, das Christentum unterscheidet sich von vielen anderen Religionen durch diesen expliziten Bezug auf die Geschichte. Denn im Neuen Testament, in der Passion, da kommen ja eine Menge historische Figuren vor, die wir sehr gut kennen. Ja, sodass eben das eigentlich Legendäre, das Theologische, was da drin ist, durch diese Beipackung von Historischen an Glaubwürdigkeit gewinnt oder gewinnen sollte. Das ist ganz deutlich. Es ging ein Gebot aus von Kaiser Augustus. Na sicher, so damit geht das los. Damit geht das los. Es ist ja erstaunlich, dass der Pilatus im Glaubensbekenntnis steht. Dieser Statthalter, was hat er im Glaubensbekenntnis zu tun? Da steht nicht Maria, da steht nicht Petrus, da steht aber Pilatus steht darin.
Aber das hängt eben damit zusammen, gekreuzigt unter Pilatus. Jeder kann das nachlesen, man kennt den Pilatus. Wobei diese und die, die Formulierung nicht ganz stimmt. Er ist nicht unter Pilatus, sondern durch Pilatus gekreuzigt worden. Das heißt, man sagt unter Pilatus, um möglichst den Juden viel Schuld an dem Tod Jesu zuzuschreiben. Aha, denn die Juden klagen ihn an. Ja. Ja? Ja. Aber, also bis zur Denunziation. Ja. Aber sie töten ihn nicht, das ist nicht erlaubt. Nein, nein. Dieses Privileg hat nur der Kaiser. Ja. Ja, meine, merkwürdig ist ja, das heißt ja immer die Juden, obwohl das natürlich töricht ist. Das sind nicht die Juden, sondern das sind die Oberpriester, das ist das jüdische Establishment. Die sind das. Das Volk, wie wir wissen, hat große Stücke auf Jesus gehalten und gehofft, dass er nun wirklich Israel erlöst. Und daher eben auch meine Neudeutung oder Umdeutung der ganzen Barabbas-Geschichte. Zu den Episoden, die die Passion verlängern, gehört ja die Erzählung bei Johannes, dass im Gefängnis in Jerusalem ein Mörder saß mit Namen Barabbas. Und dass es die Gewohnheit der Juden gegeben habe, dass zum Passafest sie das Recht haben, einen Gefangenen frei zu bitten. Denn über das Gefängnis verfügte natürlich der Pilatus. Und der Pilatus soll ja alles versucht haben, um den Jesus frei zu bringen. Diese ganze Exce-Homo-Szene, die Geschichte zu Herodes Antipas, nicht wahr? Die Geißelung dient ja immer nur, ich will den ja eigentlich gar nicht kreuzigen. Aber die Juden zwingen ja sozusagen den Pilatus. Die wollen lieber die Begnadigung eines Mörders als die von Jawohl, Jesus. Und damit ist ihre Schuld nochmal voll durchsiegelt. Das ist der ganze Punkt. Ja. Und diese Barabbas-Szene dient dazu, eben diese Tendenz, diese antijüdische Tendenz nochmal richtig zu bekräftigen. Und Sie aber sagen, als Historiker, viel wahrscheinlicher, dass hier diejenigen, die ihm zugejubelt haben bei dem Einzug nach Jerusalem, die erscheinen jetzt vor dem Amtssitz des Statthalters und wollen ihn frei haben. Ja. Der Abbas ist Jesus. Abbas ist Jesus. Sie wollen den Jesus frei haben. Und diese Geschichte wusste man. Man hat also 20, 30 Jahre noch gewusst, da war eine große Massenszene und die Leute haben Barabbas geschrien. Und was machen wir mit dieser Geschichte? Wir drehen die einfach um, indem wir den Barabbas splitten. Einmal in den Jesus und in den Mörder. Und der Mörder selber, der wird dann freigelassen. Man weiß auch gar nicht, warum die Juden nur einen Mörder frei bitten. Der Jesus ist kein Mörder. Es gab doch überhaupt keinen Grund dafür, den Jesus nun wirklich ans Kreuz zu bringen. Aber der Grund ist eben der, dass eben Jesus hier in eine Frontstellung gebracht wird mit dem jüdischen Volk, was eben sicherlich unhistorisch ist. Denn allein die Tempelreinigung, man muss sich das mal klar machen, im Zentrum des Glaubens steht der Jesus hin und schmeißt die Tische von den Wechslern um. Und keine Tempelpolizei greift ein. Das heißt, die Tempelbehörden, die wagen nicht, die Hand an diesen Mann zu legen. Warum? Weil die Massen ihm zujubeln. Das heißt, Jesus hat in Jerusalem eine ungeheure Anhängerschaft in dieser Zeit. Was ist Wahrheit? Das ist ja diese berühmte Antwort. Ja. Hat das so eine wahrscheinlich romanhafte Gegenüberstellung? Mit Sicherheit. Ja. Hat das einen Vorgänger? Ich meine, der Wahrheitsbegriff selber ist ja zu allen Zeiten sehr unterschiedlich interpretiert worden. Ja. Die Vorstellung, dass es mehrere Wahrheiten gibt. Sozusagen eine menschliche Wahrheit und eine göttliche Wahrheit. Das ist ja auch die Vorstellung von Paulus etwa. Und in dieser Welt können wir sozusagen nur den Schein, die teilhafte Erkenntnis gewinnen. Und Jesus sagt natürlich, wer im Glauben steht, der hat die Wahrheit schon jetzt. Und der andere kann sie gar nicht erst haben. Der Pilatus, das ist unmöglich. Der macht was Richtiges sagen, was Richtiges beobachten. Das spielt gar keine Rolle. Er ist nicht in der Wahrheit. Er gehört nicht zu der Gemeinde Gottes, die eben diese Schau schon auf Erden haben kann. Diese Exklusivität ist ja eine Sache, die teilweise bis heute vertreten wird von den Fundamentalisten. Und im römischen Prozess, was bedeutet das? Das ist ja eine Prozesswahrheit, die man nach römischem Recht... Ja, aber wie gesagt, ich bin ja der Meinung, dass diese Verurteilung Jesu keine Prozessgeschichte war, dass es einen Prozess gar nicht gegeben hat, weil es ja keine schriftliche Anklage, keinen Protokollanten, keinen Verteidiger gab. Alles das, was nötig ist zu einem Prozess, fehlt da, sodass es eine Polizeimaßnahme war. Wäre er ein Adliger gewesen, hätte er einen Prozess gekriegt. Wäre er ein römischer Bürger gewesen, hätte er einen Prozess gekriegt. Natürlich, klar. Aber als ein Rebell.
Ja. Ein Einheimischer. Er war ein Einheimischer ohne römisches Bürgerrecht, gar keine Frage. Der Paulus konnte sich ja später auf den Kaiser berufen, weil er römischer Bürger war. Den konnte man nicht hinrichten. Ja, Jesus, das war das kein Problem. Und ich meine, es sind in dieser Zeit Jahrhunderte und noch mehr Leute aus dem Widerstand von den Römern beseitigt worden. Das ist ein ganz kleiner Fisch gewesen, dieser Jesus. Auch interessant ist ja, dass die Jünger gar nicht verfolgt werden. Wenn der Jesus wirklich gefährlich gewesen wäre, dann hätte der auch zugreifen müssen auf die Jünger oder auf die Gemeinde. Der Jesus wird gekreuzigt, damit ist die Sache erledigt. Aber die Kreuzigung selber, die würden Sie als Historiker nicht bezweifeln? Nein, das geht überhaupt nicht, weil die Kreuzigung selber ist eine übliche Todesstrafe für solche Leute gewesen. Ja. Vielfach belegt und vielfach bezeugt und eben öffentlich. Öffentlich, alle Leute können das sehen. Und auch den Titulus, diese Inschrift, dies ist der König der Juden, zunächst nur wahrscheinlich auf Griechisch, konnte man lesen. Und da gibt es Parallelen zu solchen Dingen, dass man dem Verbrecher ein Schild an die Brust hängt, weswegen er hingerichtet wird. Als Warnung für alle Leute, also bitte nichts gegen den Kaiser unternehmen. Wie kommt das eigentlich, dass die Juden so eigensinnig und widerborstig sind, bis 70 nach Christus der Tempel zerstört wird? Ich meine, die Juden sind natürlich ein Sonderfall unter den Völkern überhaupt. Eben vor allem durch ihre schriftliche Überlieferung. Es gibt ja kein Volk, das so eng verbunden ist mit einem heiligen Text, wie das bei den Juden der Fall war. Ein heiliger Text, der eben sozusagen die Weltgeschichte ihnen erläutert, der die Lebensform ihnen vorschreibt, der ihr Selbstverständnis bestätigt. Und von daher ist wie ein Kokon, der sie abschirmt vom üblichen römischen Reich. Und ich meine, das ist eine Sache, weswegen die Juden ja also auch ständig mit den Griechen oder auch mit den Arabern damals schon in Krieg lagen. Bei Tacitus sagt, alle Welt schüttelt den Kopf über diese Juden und die auch. Schreibt Tacitus. Ja, sicher. Ach. Denn die Juden haben ja, die haben ja keine Ehen eingegangen mit Nichtjuden. Die haben sich mit Nichtjuden nicht an einen Tisch gesetzt. Das heißt, die Ehegemeinschaft, die Speisegemeinschaft, die Völker verband, die haben die Juden abgelehnt. Die haben immer nur Sie stellen sich freiwillig außerhalb des Gesetzes. Völlig außerhalb, denn sie sind das Volk Gottes. Ja. Und dieses Selbstbewusstsein selber haben, und ihr Gott ist im Grunde auch der einzige Gott. Ja. Und keine antike Religion hat ja von sich behauptet, es gibt nur einen Gott oder nur unser Gott ist der einzige Gott. Jeder, der an Jupiter geglaubt hat, der Jupiter heißt bei den Griechen Zeus, der heißt bei den Germanen Wotan. Baal ist auch eine Variante für Zeus. Das heißt, die antiken Götter waren übersetzbar. Es gibt den Gott des Himmels, den Gott des Krieges, den Gott der Liebe, die heißen nur verschieden. Aber der zornige Gott hier, nichts versöhnbar. Nein, klar. Ja? Und ich meine, das sind Dinge, die die Juden natürlich isoliert haben. Ja. Auf der einen Seite hat es die Juden isoliert, auf der anderen Seite hat es sie aber auch gerettet. Denn die Juden sind ja das einzige antike Volk, was in dieser Form überlebt hat. Die haben sich durch die Jahrtausende gehalten. Das Römische Reich um sie herum, verbannen sie. Ja. Verweisen sie des Platzes. Natürlich. Ja? Und auch im Himmel ist es nicht so einfach, zur Rechten Gottes Platz zu nehmen für Christus. Ja? Denn sehr bald sind die Rabbinen in Palästina und Babylon dabei, diesen Platz für Metatron, den Großengel, in Anspruch zu nehmen. Ja, ja. Und 70 nach Christus gibt es plötzlich einen neuen Messias. Ja. Der ist da, als der Tempel zertrümmert ist, ein neuer Messias da. Ja, ja. Und der wird zurückgenommen von Gott und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Da sitzt kein Christus. Das ist ja klar. Ich meine, der Platz, der Christus verweigert wird von Seiten der Juden, der muss ja irgendwie besetzt werden. Natürlich. Aber ich meine, interessant ist ja also auch die Vorstellung, die dahinter steht. Dass jemand zur Rechten sitzt, ist der Ehrenplatz beim Gelage. Das heißt, das ist ein großes Speiseereignis, was da oben stattfindet. Ein großes Essen. Ein großes, man trinkt und isst. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Zeugnissen im Neuen Testament, aus denen hervorgeht, dass man sich das Himmelreich so vorgestellt hat. Als ein großes Festessen, ein dauerhaftes, ewiges Festessen. Ja, das ist eine Vorstellung, gegen die auch der Paulus noch protestiert. Die fleischliche Vorstellung des Himmelreichs. Das heißt, sie war unglaublich populär, nicht nur bei den Juden, auch bei den Christen. Wie das Abendmahl sozusagen. Das natürlich. Das Abbild. Genau. Ja. Also das ewige Halleluja oder so, das rein musikalisch, das ist später, eine vergeistigte Form des Paradieses. Ja, man gibt etwas raus. Ja? Natürlich, nicht den klar. Gesang ja, und ja, nimmt ja, sich ja. ein. Ja, sicher. Ja? Alles sehr konkret. Und auch gerade diese politische Deutung des Messias.
Also man, später hat man das ja spiritualisiert und der Glaube, nicht wahr, das hat eigentlich mit dem Diesseits nichts zu tun. Was auf Erden passiert, ist uninteressant. Aber auch die Jünger und die Zeitgenossen haben ja von Jesus tatsächlich erwartet, dass er das Reich Gottes wiederherstellt. Und es gibt ja einige Worte im Neuen Testament, die das ganz klar bezeugen, dass Jesus teilweise diese Erwartung auch erfüllt hat. Dieser Mordbefehl bei Lukas an die Jünger, die war alle Leute, die, Lukas 14, die nicht an mein Königreich glauben, bringt sie herbei und schlachtet sie vor meinen Augen. Das steht da? Natürlich, das steht bei Lukas 14, glaube ich, 27. Diese Statthalter waren natürlich nicht nur verantwortlich für den Frieden im Land und für die höhere Gerichtsordnung, sondern auch für die Entwicklung der Zivilisation. Das Römische Reich bestand aus einem unglaublichen Straßennetz. Überall gab es Bäder, Theater, Häfen und so weiter. Und dafür mussten die Statthalter auch sorgen. Und der Pilatus hat gesehen, dass es in Jerusalem zwei-, dreimal im Jahr riesengroße Pilgerfeste gab mit Hunderten und Tausenden von Leuten und wenig Wasser. Und daraufhin hat er beschlossen, wir bauen eine Wasserleitung für Jerusalem. Das römische Rom damals hatte ja pro Person mehr Wasser als heute. Das heißt, die Wasserleitungen waren eine Großleistung der römischen Zivilisation. Und dann stand nur das Problem, wer finanziert diese Wasserleitung? Und die Pilatus meinte, wenn diese Wasserleitung den Juden zugutekommt, dann sollen die Juden sich auch an den Kosten beteiligen. Und, das Geld lag im Tempel. Ja. Und das fanden also die Frommen, die Fundamentalisten unter den Juden unerhört, dass ein Römer zu einem so profanen Zweck wie einer Wasserleitung an die heiligen Gelder geht. Wobei die Priester selber, die hohen Priester, sicherlich auf Seiten des Pilatus standen, wie eigentlich immer, denn sie hatten den eigentlichen Zugriff zu diesem Schatz. Der Pilatus konnte gar nicht ohne weiteres in den Tempel rein, weil der ja für die Fremden gesperrt war. Und jetzt Unruhe hier, Unruhe dort. Ja? Und er hat ein Bedürfnis, ja, hier Frieden zu halten, innenpolitisch sozusagen zu pazifizieren. Ja? Ja. Das macht die Macht des Kaiphas und der Hohepriester aus. Ja, ich meine, die Römer haben sich immer mit der Oberschicht im Land, mit den örtlichen Behörden gutgestellt, eben, um eben also auch den Frieden zu sichern zu können. Und Pilatus ist ja zu manchen Zugeständnissen sehr bereit gewesen. Ich meine, es gehörte eigentlich zum römischen Stil, dass die Feldzeichen der römischen Armee eben auch im Hauptquartier aufgestellt wurden. Und da die aber Bilder des Kaisers oder den Namen des Kaisers auf ihren Standarten trugen, gab es bei den Juden diesen berühmten Widerstand, der dazu führte, dass die Juden also in Caesarea protestierten, worauf Pilatus eben diese Feldzeichen zurückgenommen hat. Weil ein Massaker nötig gewesen wäre, um sich durchzusetzen, aber daran war der Kaiser nicht interessiert, denn der Kaiser war an den Steuerzahlern interessiert.